Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Infected hier auf Dannebär TV. So, wir beginnen eine neue Staffel. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die dritte oder vierte ist es mittlerweile. Ich hatte das Spiel ja meistens relativ schnell beendet, aufgrund von, ja, Eintönigkeit, Contentmangel, wie auch immer. Jetzt hat sich aber einiges getan in dem Spiel. Die komplette Map ist nochmal verändert worden. Und das ist auch der Grund, warum ich nochmal von vorne anfangen muss. Eigentlich hatte ich ja vor, den alten Spielstand weiterzuspielen. Ja, was da genau passiert ist, seht ihr jetzt. Ja, das ist definitiv unspielbar, da ist nichts mehr zu machen. Deswegen von vorne und hier einmal schnell die Einstellungen für die Leute. Ich gehe jetzt nicht alles in eins durch. Macht auf Pause, wenn ihr das genauer sehen wollt. Ich würde sagen, wir drücken auf Starten und ich hole euch gleich dazu, wenn wir im Spiel sind. So, und da sind wir. Erstmal umschauen. Hier sieht es ja relativ gut aus. Da vorne ist Wasser. Da sind Steine. Sammeln wir einfach mal ein bisschen was ein. Schon dran vorbei. Wie ging das hier nochmal? Angucken. Hä, wo ist denn mein UI? Habe ich das schon kaputt gemacht? Ach, hier gab es ja gar kein UI. Hier haben wir Wasser. Da sollten Fische drin sein. Lol. Da war was. Ne, das ist ein Möwenschatten. Oh Gott, wo sind die Fische hin? Schauen wir mal eben. Wo sind wir denn hier? Da. Oder gibt es jetzt nur noch in bestimmten Seen Fische? Okay. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Guck mal, die Map ist meiner Meinung nach größer geworden. Sie ist anders aufgeteilt, hat Straßen. Die Krokos waren vorher in der Mitte, jetzt sind sie hier unten. Und die Xe, was sind das? Höhlen. Okay, also es scheint irgendwie verschiedene Biome zu geben, so wie es aussieht. Fisch. Ah ja, okay, also scheint es jetzt wirklich nur noch an einer Stelle Fisch zu geben. Da ist auch eine Stadt, da ist eine Höhle. Dann würde ich sagen, gehen wir irgendwo in diesen Bereich rein und suchen uns da mal eine Base. Und unterwegs sammeln wir mal ein bisschen. Das heißt also, wir laufen genau in diese Richtung und gucken einfach mal unterwegs, was wir so finden an Stock und Stein. Was sollen wir denn alles machen? Steinaxt herstellen, Steinklinge herstellen. Ich glaube. Ah ja, Shift und Rechtsklick war das. Zack, haben wir eine Axt. Dann war das noch die Steinklinge. Ne? Das konnte ich, glaube ich, einfach mit einem Stein. Na, guck mal, da hat das noch in Erinnerung alles. Sehr schön. Gucken wir mal, wie lange das noch so hält. Wo hat er die Axt jetzt hingepackt? Auf die 1. Was ist das für ein Viech? Ein Hühnchen? Wo ist es? Nicht da. Gut, so, dann gucken wir mal eben. Na, dann überlegen, so ein Bäumchen brauche ich jetzt aktuell noch nicht nehmen, denke ich. Wir müssen weiter Richtung Westen, das heißt da so lang. So, dann lasst uns mal schauen, was es hier so gibt. Baumstämme mit nichts. Hier haben wir noch Lehm, das brauchen wir auch alles erst später. Das ist so in etwa die Richtung. Ja, guck mal, würde ich sagen, gehen wir vielleicht jetzt erstmal hier zu dieser Höhle hin. Also, da müsste sie irgendwo sein. Müssten wir jetzt direkt drauf zulaufen? Da sehe ich, glaube ich, schon was. Halt, den nehmen wir mit. Und hier haben wir die Höhle. Ja, richtig cool. So, kurz Ausdauer tanken. Und ich glaube, wenn ich jetzt die beiden mache und Fasern, waren, glaube ich, noch der Deal. Keine Ahnung, wie viele, das gucken wir mal schnell nach. Ein Waschbär, cool. Hier. Waren das fünf oder drei? Ah, und Alt-Rechtsklick ist dann einer. Steinspitzhacke, zwei Stück sind's. So, dann gehen wir da mal rein. Gucken mal, was wir hier auftreiben können. Okay, gar nicht, so wie es aussieht. Ultra dunkel und hier soll es wohl auch irgendwelche Viecher geben. Ganz vorsichtig mal gucken.
ist irgendwas. Glaube ich zumindest. Gesundheit ist alles in Ordnung. Habe ich denn jetzt irgendwas aufgesammelt? Nee, ne? Nee, das ist mir zu dunkel hier. Das hat keinen Wert. Gut, dann nehmen wir hier einfach die drei Balken mit und laufen dann Richtung, ja, einfach die Straße entlang, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwo in den Teich reinhüpfen, wo wir Fische kriegen. Und da bauen wir uns dann auf, weil Fische ist schon, ja, da kommen wir nicht drum rum, das brauchen wir. Ja, finde ich schön. Die Straßen sind auch neu gemacht. Letztes Mal, als ich gespielt habe, war das einfach eine Teerlinie mit weißen Strichen in der Mitte. Alles schön glatt und sauber. Das hier sieht jetzt mehr so, ja, kaputt und apokalyptisch aus. Finde ich besser. So, jetzt bräuchte man natürlich noch ein schönes Plätzchen, wo wir auch bauen können. Hier sieht es gerade noch nicht danach aus, irgendwie. Hier haben wir noch Stöckchen. Kann ich die? Ah, ja, cool. Ich glaube, aufsammeln mit Balken in der Hand ging früher auch nicht. Oh, hier haben wir was Schönes. Das ist schön groß. Schön weitläufig. Gucken wir mal, wo die Fische hier sind. Haben wir hier welche? Oh, ja, haben wir. Greifen die mich an? Oder war das jetzt einfach nur Zufall, dass der. War Zufall. Alles klar. Gut, also hier haben wir Fische. Hier haben wir Holz, hier haben wir Lehm, hier haben wir so ziemlich alles. Dann würde ich sagen, machen wir hier gar nicht lange rum. Hacken noch mal ein paar Bäumchen weg. Und was ich einmal machen will, warum komme ich in dieses Menü nicht rein? Kleinen Moment. So, da funktioniert es. Kurzer Neustart und schon haben wir alles. Ich wusste doch, irgendwas fehlt. Da rechts ist auch das UI. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Fehler war, aber er war halt da. Jetzt haben wir es gelöst. Haben wir einen schönen holprigen Start. Was wollte ich denn jetzt eigentlich bauen? Ach ja, genau. Ich wollte hier Sägetische haben. Und davon weiß ich, brauchen wir eine Menge. Also machen wir direkt. Wie ging das hier nochmal? E, E, E. Machen wir gleich drei Stück. Wie komme ich da nochmal raus? Mit Tab. Okay, so. Und ich glaube, die brauchten einfach nur Holz. Schmeißen wir die da rein. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Das noch abbrechen? Nee, ne? Nee. Also, dann hacken wir hier mal noch zwei, drei Bäumchen weg, dass ich die Sägetische fertig kriege. Und dann will ich mich noch einmal kurz vernünftig umgucken, ob das hier dann wirklich der finale Bauplatz wird. Oder ob wir da lieber nochmal woanders hingehen. Auch fertig. So. Und so. Der und der hat noch keine Bretter. Gut, so, dann haben wir das schon mal am Start. Dann lasst uns mal einmal kurz gucken. Gibt es hier wohl auch Fisch? Halt. Ja, sieht so aus. Also hier gibt es dann wieder in jedem See Fisch. Das ist gut. Ist dann die Frage, ob ich. Da vorne habe ich die Tische hingestellt. Da gibt es Fisch. Hier gibt es Fisch. Wie ist denn die Location jetzt aktuell? So, wenn ich mich hier, also je weiter ich hier rüber gehe, je weiter bin ich von der Straße weg. Je weiter ich hier rüber gehe, je näher bin ich nachher am ersten Dorf und an der Straße. Also ich denke schon, dass wir so ein bisschen weiter hier rüber gehen. Ne, dann sehe ich da vorne immer die Straße, da kann ich dann hin und ich glaube in die Richtung, also vermutlich da hinterm Hügel ist dann einfach das Dorf. Nö, dann ist das okay. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier direkt auf. Ja, wir fangen natürlich erstmal wieder mit einer Standard 3x3 Butze an und das machen wir jetzt auch relativ zügig, damit ich auch erstmal ein paar hier so ein bisschen zur Straße ausrichten. Doch, das können wir eigentlich machen, ne? So. Eins, zwei und drei. Und so. Okay, ich komme irgendwie noch nicht damit klar, dass ich immer Tab drücken muss, um das zu beenden. Aber es ist halt, wie es ist. Also, dann fällen wir hier mal ein bisschen was weg. So, das erste Fundament fertig kriegen. Dann kann ich nämlich auch schon
die nächsten wichtigen Dinge anzeichnen. So, machen wir da was rein, dann holen wir uns hier die Bretter. Rechtsklick wachholen. Bums, erstes Fundament fertig. Das ging zügig. So, dann brauchen wir eine Treppe, dass wir da vernünftig raufkommen. Und wir brauchen, das Fundament muss fertig werden. Das heißt, ich muss noch zwei Bäume hacken, dass wir die Bretter zusammenkriegen. Und dann kommt da direkt noch Wand und Dach hin. Ach schön, ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach cool gemacht. Das Einzige, was mich so auf die lange Sicht immer stört, ist halt diese Thematik. Da gehen auch noch ein bisschen was rein. Die Thematik, dass der Content halt nicht lange hält, weil es ist halt irgendwann einfach immer nur noch die Wiederholung da. Und ja, das war das, was mich in der Vergangenheit ein bisschen gestört hat. Aber da soll es jetzt wohl auch andere Sachen geben. Und es ist wohl auch so, dass die Wembys in Kürze ein Upgrade erfahren werden, so wie ich das verstanden habe. Die Meldung kam schon im April, wir haben jetzt Juni, also ich denke nicht, dass das noch ewig dauern wird, wenn man sich die letzten Verläufe so anguckt von dem Publisher oder von dem Entwickler. Da war es halt immer so, dass da relativ zügig dann auch das Update hinterherkam. Und da soll es dann nachher sogar so sein, dass die Jungs dann Waffen haben und so ein Kram. Da freue ich mich ja schon richtig drauf, wenn das so in diese Richtung geht. So, wir brauchen jetzt noch eine Wand. Ich glaube, da nehmen wir mal ein Fenster. So. Muss mich da erst noch dran gewöhnen. Immer noch. So, was brauchen wir jetzt noch? Noch drei Holzscheide und zwei Bretter. Also nochmal zwei Bäumchen. Für die Bretter. Eins, zwei und drei. Ah, doch, das geht relativ zügig. Hat man so ein Häuschen auch aufgestellt. So, drei Scheite drin, zwei Bretter drin und jetzt die letzte Tat. D-d-d-d, wo ist es? Die Decke. So, was braucht die noch? Die braucht jetzt nochmal vier Bretter, die müssten wir haben. Und noch ein Bäumchen. Und dann sollten wir soweit durch sein. Das heißt, wir gehen jetzt hin und machen mal ein Lagerfeuer hier hin. Haben wir da schon mal ein bisschen Schutz vorm Regen. Und was wir auch auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Bett. Das stellen wir erstmal hier hin. Und was auch schön wäre, wenn wir das schnellstmöglich hinbekommen, damit ich mit euch dann auch was sehen kann, wäre hier so eine Feuerschale. Aber ich glaube, da brauche ich erst noch eine Schmiede, damit wir das hinkriegen. Drehen wir mal so. So, das sind die Ziele der heutigen Folge, dass wir das alles fertig kriegen. Steine, Feuerholz, Bretter. So, also jetzt erstmal noch ein Bäumchen, damit ich das Dach fertig kriege. Dann nochmal ein Bäumchen für Bretter. Fangen wir mit den Brettern an, würde ich sagen. Dass wir die schon mal in Produktion haben. Zwei, drei. Und hier geht es dann weiter mit dem Holz für die Decke. So, zack, Decke auch fertig. Sehr schön. So, da brauchen wir nur Bretter, sechs Stück. Die müssten auch schon durch sein. Dann ist das Bett schon mal erledigt. Dann können wir die Nacht schon mal durchpennen. So, beziehungsweise bevor wir jetzt mit den Sachen anfangen, will ich jetzt noch mal kurz einmal hier 10 Eisenbarren brauchen wir. Okay, und trockene Ziegel. Für trockene Ziegel brauchen wir das Ding. Dafür brauchen wir wieder Nägel. Was brauchen wir denn für Nägel?
wahrscheinlich den Amboss. Dafür brauchen wir Eisenbarren. Also ich muss auf jeden Fall erstmal so ein Ding bauen, komme ich nicht drum rum. Dann holen wir uns jetzt mal ein paar Steinchen, dass das hier läuft. Und vielleicht wäre noch eine Kiste ganz gut. Hier war es so, wenn du überladen bist, ist scheißegal, wie ich wieder reinpackst. Dann läuft es dann immer so langsam. So, dann machen wir erstmal das Lagerfeuer voll und der Rest geht dann hier in die Schmiede und dann holen wir uns dieses Feuerholz. Das sind diese alten Baumstümpfe. So, das war's. Das ist auch okay. So, also Baumstumpf. Sieht irgendeiner irgendwo einen? Da, 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 da. Wo sind sie, wenn man sie braucht? Hier. Zwei Stück gleich. Sehr schön. Man kann auch die dicken Balken von den Bäumen zerlegen. Das geht auch. Ist er das, der hier so rum? Ja, ich glaube. So, wie viel haben wir denn jetzt? Vier Stück. Boah, wie schnell die Axt kaputt geht. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt fehlt echt einer. Kriege ich das durch andere Sortierung besser hin? Ich glaube nicht, ne? Ne. Dann müssen wir die Äste rausschmeißen. Hilft nicht. Egal. So. Lagerfeuer muss fertig. Dann kann ich nämlich auch das da als Brennmaterial schon mal reinwerfen und habe damit dann wieder ein bisschen mehr Platz hier in der Tasche. So, dann laufe ich mal zurück, guck mal schnell, ob ich meine Stöcker noch wieder eingesammelt bekomme, weil das waren schon ein paar. Gerade am Anfang braucht man die ja ständig, zum Beispiel für neue Äxte. Ach cool, die werden hervorgehoben. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. So, dann mal weiter. Die Steinschmiede. Kurz mal Werte gucken, bis auf Wasser ist alles in Ordnung. Sollten wir gleich mal was trinken und was aufkochen, denke ich. Gehen die alle mit? Ah, der letzte ist es wieder. Sauber. Den und den. Hopp. So, die beiden da rein. Da muss ich jetzt auch noch Brennmaterial besorgen. Schmutziges Wasser. Hier haben wir sauberes Wasser. Trinken. Jetzt ist leer der Kanister. Dann gehen wir einmal runter zum Tümpel. Machen den mal einmal voll. Dann hacken wir uns hier nochmal so ein Bäumchen weg. Kriege ich den ollen Vogel? Jawohl. Bringt der nur Federn oder auch was zu essen? Ne, nur Federn. Schade eigentlich. Will ich mir gleich nochmal schnell einen Speer bauen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen Fisch kochen können, ne? Gucken wir mal kurz, was so ein Speer braucht. Also einmal das da rein. Einmal, zweimal, dreimal. So, dann schmeißen wir dich an. Dann kommt hier das schmutzige Wasser oben rein. Und schmeißen wir dich auch an. Und schon sind wir wieder im Betrieb hier. Sehr cool. Ja, das lasse ich mal kurz noch liegen. Ein Speer wollte ich mal nachgucken, ne? Was ich dafür brauche. Speer, 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 Speer. Da haben wir einen Bolzen, da haben wir einen Knochensperr, einen Stahlspeer, einen Steinspeer. Eine Steinklinge, drei Stock, fünf Lanzenfasern. Also, das kriegen wir schon mal hin. So, also eins, ein Stock, eins, zwei, drei. Waren es drei Stöcker? Ich glaube. Und noch eine Pflanzenfaser. Jawohl, da ist er. So, dann gehen wir uns mal schnell einen Fisch einsacken hier. Wo ist der Dicke, den ich vorhin gefunden habe?
Nee. Ja, ganz dicke, der mich vorhin fressen wollte, ist wohl weg. Nehmen wir halt den. Auch egal. So, ich weiß, man kann ihn mit E in die Tasche stecken und dann halt da wieder rausholen, aber ist jetzt gerade alles noch nicht so richtig nötig. Ach, das war nix. Machen wir nochmal. Ernten. Das muss ich immer noch runterziehen. Okay. So, jetzt haben wir sauberes Wasser. Fisch kocht. Hier haben wir inzwischen die beiden Dinger fertig. Da muss ich mir noch ein Steinchen besorgen. So. Sind ein paar mehr Steinchen. Sehr cool. Bin ich aber auch mit zufrieden. Schmeißen wir den noch mit rein. Und dann läuft das so. Und ich glaube, für das Lämpchen hier vorne brauchen wir was? Noch drei Eisenbrocken und die Pflanzenfasern. Das kriegen wir hin. Lass mal das hier durchlaufen. Und was ich vielleicht noch mal hinstellen sollte, damit ich so ein bisschen was zumindest erstmal loswerden kann, wäre vielleicht noch mal hier so eine Lagerkiste, ne? Stellen wir mal hier hin. So, was brauchen wir dafür? 8 Bretter. Dann holen wir uns noch ein Bäumchen und dann haben wir auch gleich 8 Bretter zusammen. So. Ich war mir nicht sicher, ob ich schon 3 hatte. Sah irgendwie nicht so aus. Stock nehmen wir mit. Eins. Ach, kein Platz. Perfekt, das sollte reichen. 1, 2, 3, 4, 5, mehr gehen. Doch, 6, 7, 8. Perfekt. Zack, ist die Kiste fertig. Dann schmeißen wir jetzt ein bisschen was rüber von dem, was wir aktuell nicht so brauchen. Jo, das reicht erstmal. Komme ich an den Stock? Jawohl. So, wie sieht es hier aus? Ist noch nicht ganz fertig, aber mein Fisch ist fertig. Essen wir den direkt. Was bringt der denn nochmal? Protein in den oberen Wert, ne? Ja, guck, das ist doch schön. So, die beiden sind fertig. Die beiden sind wieder drin. Jetzt könnten wir nochmal ein bisschen Feuerholz von hier vorne holen. Ups. Und das hier mal eben reinpfeffern. Und was wir auch direkt machen können, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, ist ein Stöckchenlager. Weil da habe ich irgendwie doch reichlich von. Wo sind sie? Ja, hier ist es. Kann ich den auf die Kiste stellen? Tatsächlich. Cool. So, und schon haben wir wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Das mit dem Fundament hier geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Lass uns mal noch ein Bäumchen mitnehmen, dass wir ein weiteres Fundament darunter kriegen. So, noch ein Bäumchen, noch zwei Bäumchen, dann sollte das passen. Dann kann ich mich da ein bisschen besser bewegen. Das sieht doch gut aus. Den Stein nehmen wir natürlich mit. So, noch 4 Bretter, die sind am Start. 3, 4, perfekt. So. Und dann können wir zum Beispiel hier mal das Bettchen nehmen und das hier auf die Seite stellen. Das Lager kann da bleiben, wo es ist. Und das ist noch nicht fertig, wird aber jeden Moment fertig. So und so. Und jetzt haben wir auch Licht. So, hier glänzen 2 Steine, die hätte ich natürlich gerne noch. Noch ein bisschen Rindenmulch, das können wir hier verbrennen.
So, und dann gehen wir noch ein paar Steine hacken. Wie spät ist es denn überhaupt? 8:30 Uhr, also es wird jetzt langsam dunkel. Oder wir zeichnen mal schnell die Sachen noch an, die ich haben wollte. Das können wir machen. Wir können den Amboss anzeichnen. So. Die Eisenbarren kriegen wir ja schon. Und dann brauchten wir diese Dinger hier noch. Und die kommen dahin. So, dafür brauchen wir 8 Bretter. Dafür brauchen wir auch nochmal 8 Bretter. Also wir brauchen, egal wie man es dreht, eine Menge, Menge Holz. Aber nur noch in Form von Brettern. Erstmal. Eins, zwei und drei. Und dann tauschen wir nochmal ein bisschen die Steine durch. Das sind jetzt halt genau diese Routinearbeiten, die man am Anfang halt machen muss. Aber ich bin der Meinung, dass ich da jetzt doch ziemlich, ziemlich zügig durchgehe durch den ganzen Spaß. Und wir hier gerade am Anfang recht gut dabei sind schon. Ach, mit den Dingern noch im Rücken kann ich nicht springen, ne? So, und hiermit müsste ich jetzt in der Lage sein, das erste Ding schon zu bauen. 5, 8. So, fehlen nur noch Nägel, die kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wenn die beiden durch sind, haben wir unseren ersten Eisenbarren zusammen. Damit kriegen wir die Nägel, dann ist das Ding fertig. Dafür brauchen wir jetzt nochmal 8 Bretter. Konzentriere mich jetzt erstmal auf die ganzen kleinen Bäume, weil wir auch gleich den Wagen noch bauen werden, beziehungsweise nicht gleich, aber bald. Was mir auch gerade auffällt. Aber wobei, trinken mache ich gleich. Oder wobei, das testen wir mal. Kann ich mit Balken in der Hand was zu Wasser holen? Äste zum Beispiel gehen auf jeden Fall. Steine gehen auf jeden Fall. Und Wasser geht auch. Sehr schön. Dann kann ich gleich einmal nachfüllen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Ach, voll. So, schmutziges Wasser schon mal rein. Dann haben wir die Wasserversorgung am Gang. Hier ist immer noch nicht fertig. Kann das sein, dass sie hier die Rate erhöht haben? Wie lange das eigentlich dauert? Ich glaube, 2 Bretter waren es noch, ne? Noch eins. Ein Brett. Ja, und dann geht es halt wieder weiter mit Eisenbarren. So, die sind jetzt gleich durchkommen. Dann holen wir jetzt noch schnell ein Bäumchen von der Seite. Dass wir vielleicht das Fundament in der Mitte noch fertig kriegen. Irgendwann mal. Dass ich dann hier auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe. So, die beiden. Und so. Dann kann das schon mal durchlaufen. Und dann haben wir gleich zumindest schon mal unseren Ziegelkasten fertig. Haben wir hier irgendwo einen Lehmbrocken? Nee, sieht nicht so aus. Aber was mir jetzt gerade in diesem Moment noch einfällt, ich glaube, ich bin trotzdem noch nicht so weit, dass ich das basteln kann, weil ich erst noch was anderes brauche, um die Ziegel überhaupt herstellen zu können. Gucken wir mal gerade nach. Gegenstände. Rohstoffe. Feuchter Ziegel, ein Lehm, ein Sand und kann an der Werkbank hergestellt werden. Werkbank, 10 Bretter, 10 Nägel. Guck mal, die kriege ich doch auch schon hin. Also gar kein Problem. Dann ziehe ich die, glaube ich, vor, bevor ich den Kasten da mache. Zumindest man sieht überhaupt nichts mehr, ne? Es ist übelst dunkel. Zwei Stück. Ich weiß nicht, ob ich welche bekommen habe. Ist zu dunkel dafür. So, was fehlt jetzt hier noch? Der Baum hier. So. Das haben wir. Huch. Den dahin. So, dann warten wir die beiden gerade noch ab. Ich bin mir sicher, dass ich hier jetzt schon mal durchtauschen kann. Jawohl. Und das nochmal rein. Die Stöckchen rein.
Das kann rein. So, jetzt haben wir auch ein paar Bretter am Start. Was fehlte denn jetzt hier noch? Ach, die fünf Eisenbarren, richtig. Dann müssen die halt als erstes da rein. Dann muss ich erstmal die machen, bevor ich da weitermache. Hilft ja nicht. Okay, gut. Also zwei Bretter. Ne, vier Bretter. Gab es noch welche? Ne, ne? Okay, so, dann holen wir jetzt noch ein Bäumchen, dass wir die letzten Bretter noch fertig kriegen für das mittlere Fundament. Perfekt. So. Hier liegt ein Stein. Da liegt auch irgendwas. Noch ein Stein. So, jetzt muss ich eben nochmal nachgucken. Also hier brauchen wir keine Bretter mehr. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier brauchen wir jetzt noch vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Kann ich das bewegen, während das an ist? Ja. Aber es geht dann aus. Und was mir auch gerade einfällt, das bringt nichts, weil es muss ja unterm Dach sein. Das heißt, ich stelle das dann einfach hier hin. Ach, und das komplette Brennmaterial ist jetzt rausgeflogen, oder was? Wahnsinn. Okay, gut. Muss ich dann gleich nochmal bei. Ist aber jetzt erstmal nicht weiter wild, weil jetzt wird eh erstmal gepennt, würde ich sagen. Gut, also bevor wir das machen, bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen wieder zur weiteren Fortsetzung, dass wir das für meiner Meinung nach wichtigste Objekt am Anfang bauen, und zwar die Backsteinschmiede. Und ja, da werden wir alles dran setzen, dass wir da morgen auf jeden Fall eine ganze Ecke näher kommen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.